Ich möchte auch noch ganz kurz vorwegschicken, dass jetzt der zugrunde liegende Textbeitrag hier auch mit einer weiteren Verfasserin, Frau Medina Tassis, letztendlich zustande gekommen ist. Gut, ich beginne mal mit einem wahrscheinlich nicht zugespitzten Zitat dazu, warum es doch sehr wichtig ist, sich auch aus strafrechtlicher Perspektive mit dem Menschenhandel zu befassen. Trafficking in women has arguably the highest profit margin and lowest risk of almost any type of illegal activity. Das sollte hinreichender Anlass sein, uns das einmal etwas genauer anzuschauen und in meinem Fall eben die aktuelle deutsche Reform. Obwohl Menschenhandel bis in die Antike zurückreicht und damit kein Problem des modernen Zeitalters ist, wird er zunehmend als Kehrseite der Globalisierung bezeichnet. Desolate wirtschaftliche und soziale Zustände veranlassen derzeit viele Menschen dazu, ihr Heimatland zu verlassen. In fremden Ländern suchen sie hoffnungsvoll nach besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen und werden stattdessen Opfer von Ausbeutung, Sklaverei, Zwangsprostitution. Und dabei stellen auch Frauen und Mädchen die größte Opfergruppe dar. Die deutschen Straftatbestände zum Menschenhandel wurden vor einigen Jahren reformiert, um unter anderem um europäische Vorgaben umzusetzen. Die damit verbundenen Probleme, unter anderem mit Blick auf grundlegende Prinzipien des deutschen Strafrechts, sollen in meinem Beitrag aus verschiedenen Perspektiven untersucht und bewertet werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Strafvorschriften nicht nur zur Umsetzung der Richtlinie, sondern auch zur Schließung von vermeintlichen Gesetzeslücken und zur leichteren Erfassung aller im Zusammenhang mit Menschenhandel stehenden Handlungen geändert wurden. Der neue 232 StGB, den Sie jetzt eben vor sich haben, soll nunmehr den Handel mit Menschen im eigentlichen Sinn erfassen. Die Opfer sollen also bereits davor geschützt werden, überhaupt in eine ausbeuterische Lage verbracht zu werden, der sie sich nicht mehr oder nur eingeschränkt widersetzen können. Auch auf dem Zettel haben Sie die neue Regelung, nach der nun erstmals auch die Nachfrage nach Zwangsprostituierten sanktioniert wird, die sogenannte Freierstrafbarkeit. Grundsätzlich ist zur Reform erstmal festzustellen, dass die Neufassung recht klar auf die internationale Konzeption ausgerichtet ist. Zugleich fehlt es an einer überzeugenden Abstimmung mit anderen Abschnitten des StGB, insbesondere mit dem Sexualstrafrecht. Überdies findet sich keine wirkliche Abstufung von eindeutiger Sklaverei bis hin zur bloßen ausbeuterischen Beschäftigung. Auch im Übrigen weisen die Strafnormen kritikwürdige Aspekte mit Blick auf den Opferschutz, die praktische Anwendbarkeit und der vollständigen Übereinstimmung mit europäischem und internationalem Recht auf. Entschuldigung, ich habe eine Folie vergessen. Hierbei handelt es sich um bereits andernorts diskutierte rechtsinterne Kritik. Deswegen möchte ich jetzt nicht primär darauf eingehen, sondern versuchen, die Komplexität des Phänomens noch etwas umfassender einzuhegen. Immer auch um Bewusstsein, um die Probleme bezüglich möglicher empirischer Erkenntnisse zum Menschenhandel. Da werden wir gleich noch viel detaillierter etwas dazu hören. Wichtig ist also, sich auch mit den Ursachen des Menschenhandels sowie der Situation der Beteiligten zu befassen. Eine zentrale Ursache ist sicherlich das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Herkunfts- und Zielland. Das Wissen über die ökonomischen Chancen in westlichen Ländern treibt die Betroffenen aus der Armut ihres Landes in die Zielländer. Das eröffnet nun Menschenhändlern die Möglichkeit, diese Personen auszubeuten. Die Globalisierung in Form von weltweiter technologischer Vernetzung, geringen Grenzkontrollen und vernetzten wirtschaftlichen Strukturen erleichtert die Aktivitäten dieser Menschenhändler. Insbesondere das Internet spielt als Rekrutierungs- und Werbeplattform eine wichtige Rolle. Für unsere Analyse von Bedeutung sind auch die Lebensumstände der Opfer von Menschenhandel. Sie werden häufig isoliert und von ihren Ausbeutern existenziell abhängig gemacht. Auch häufig sind sie in ihrer psychischen und physischen Integrität schwer geschädigt und traumatisiert, was zu dauerhafter Krankheit und Unfähigkeit zur Reintegration in die Gesellschaft führen kann.
Häufig wird der Kontakt zu den Familien in den Herkunftsländern verweigert, was auch dort dann ihre Sozialstrukturen wiederum schwächt. Zudem verfügen die Täter dort regelmäßig über Verbindungen, sodass sie mit Übergriffen auf die Familien der Opfer drohen können. Zur Angst der Opfer vor ihren Ausbeutern gesellt sich zum Teil ein vages Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden, welches durch die Täter verstärkt wird. Da den Opfern bei Entdeckung oft die Ausweisung droht, befürchten sie den Verlust ihrer einzigen Verdienstmöglichkeit und die Rückkehr in ein perspektivloses Heimatland, weshalb sie selten an der Strafverfolgung der Täter mitwirken wollen. Das alles führt zu einem Teufelskreis aus Abhängigkeit und Ausbeutung. Die Globalisierung trägt noch in einem weiteren Sinn zu dieser Entwicklung bei. Durch den mit ihr verbundenen hohen Druck auf Unternehmen entsteht ganz generell ein Interesse am Einsatz der Opfer von Menschenhandel. In Industrieländern existiert entsprechende Nachfrage im Niedriglohnsegment wie im Pflege- und Dienstleistungsbereich und im informellen Sektor etwa des Baugewerbes oder der Landwirtschaft. Mit Blick auf die Prostitution wird die hohe Nachfrage unter anderem mit dem exotischen Reiz ausländischer Frauen, der Suche nach Anerkennung, dem Wunsch, umsorgt zu werden und dem Ausleben von Macht begründet. Neben der dramatischen Situation für die Opfer hat Menschenhandel auch noch weitere problematische Auswirkungen. Er beeinflusst die nationale Entwicklung und führt zu Wettbewerbsverzerrungen. Die Funktion als Einwanderungsland für dringend benötigte Fachkräfte wird beeinträchtigt. Menschenhandel schwächt darüber hinaus auch die allgemeine Sicherheit der Gesellschaft und schürt Ängste in der Bevölkerung. Zudem sind damit auch regelmäßig weitere kriminelle Aktivitäten verknüpft. Diese grob umrissene faktische Situation hat Auswirkungen auf die strafrechtliche Erfassung. In diesem Kontext verschwimmen traditionelle Konzepte und Dichotomien wie etwa die Kategorien Täter und Opfer. Davon habe ich jetzt zwar viel gesprochen, aber die Kategorien sind hier gar nicht so leicht festzustellen. So drohen den Opfern Sanktionen, zum Teil wegen der unter Zwang begangenen Taten, sowie aufenthalts- und ausländerrechtliche Sanktionen. Insofern sind sie also auch Täter, was wiederum zugleich ihren Opferstatus im Kontext des Menschenhandels zementiert. Auch gibt es Anzeichen dafür, dass ehemalige Opfer oft gezwungen werden, für den Preis ihrer Freilassung und Rückkehr in ihr Heimatland selbst neue, künftige Opfer zu rekrutieren, wodurch sie nun also selbst zum Täter von Menschenhandel werden. Der neue Tatbestand der Freierstrafbarkeit, wie gesagt auch auf dem Zettel ist, erscheint im Kontext eines traditionellen Täterverständnisses problematisch. Bisher waren Dritte, die die Lage von Opfern nur ausnutzten, nicht unter Strafe gestellt. Nun aber verschwimmt die Grenze von Nutznießer, Verbraucher, etwa auch Verbraucher bezüglich unter Ausbeutung hergestellten Produkten, zum klassischen Täter. Das finde ich passt auch sehr gut zu unserem ersten Panel, ne, das Verschwingen von Verantwortung, von Rollen und Ähnlichem. Durch die freie Strafbarkeit hat der Gesetzgeber nun also in diesem Bereich eine Art dritte Kategorie von strafwürdigem Verhalten eingeführt. Konsequenterweise, wenn man die Norm nicht nur als irgendwie ausgelagertes Sexualstrafrecht sieht, das kann man auch so sehen, aber wenn irgendeine Rechtfertigung dafür ist, warum sie hier beim Menschenhandel steht, müssten hiernach eigentlich auch ausbeuterische Unternehmen und ihre Auftraggeber strafbar sein, da sie Dumpinglöhne und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen fördern. Das alles bedeutet nicht zwingend, dass das Verhalten der Freier oder auch der sonstigen Beteiligten nicht verwerflich oder per se strafwürdig wäre. Es zeigt jedoch, dass die auf Individuen und eben auf klare Kategorien ausgerichteten traditionellen Strafnormen, die sich eben auch mit Bestimmtheitsgrundsatz oder dem Ultima Ratio-Prinzip messen lassen müssen, für die Einhegung struktureller, wirtschaftlich bedingter Entwicklungen wie dem hier beschriebenen Phänomen kaum geeignet sind. Wie auch jetzt in den ersten beiden Panels diskutiert, auch hier nationalstaatliche Instrumente können zudem eben die gut organisierten Strukturen global organisierter Kriminalität nur schwer bewältigen, bei dem eben auch selten Individuen die zentrale Rolle spielen, sondern strukturelle Gegebenheiten.
Deshalb ist es umso wichtiger, in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen strategische und konzeptionelle Gegenstrukturen zu entwickeln, die nicht nur die Strafermittlungstätigkeit, sondern auch die Prävention, Informations- und Kooperationsarbeit stärken. Diesmal insbesondere Präventionsmaßnahmen in den Herkunftsländern. Die materielle Not und Perspektivlosigkeit erleichtert es Menschenhändlern, die Betroffenen in die Zielländer zu locken. Um dem entgegenzuwirken, ist eine öffentliche Aufklärungsarbeit besonders unter Risikogruppen erforderlich. Dann ist natürlich in Bildung zu investieren, damit vor allem die oft betroffenen Mädchen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben erhalten und aus dem Kreislauf der Armut ausbrechen können. Ganz generell sind, und das ist zweifellos eine große und schwer zu erfüllende Forderung, Armut, Korruption und Bürgerkriege zu bekämpfen. Großkonzerne müssen zur Verantwortung gezogen und die Endverbraucher über die Praktiken der Subunternehmen und Großfirmen intensiver aufgeklärt und weitergehend sensibilisiert werden. Auch ist der Opferschutz zu stärken. Auch da kommt, glaube ich, jetzt im zweiten Referat noch ein bisschen was zusätzlich ist. Soweit möglich dafür zu sorgen, dass die Opfer nach einer andernfalls drohenden Rückkehr in ihr Heimatland nicht aufgrund finanzieller Not erneut in die Prostitution und Arbeitsausbeutung verfallen. Für all diese Maßnahmen ist Konsens zwischen den Ziel-, Transit- und Herkunftsländern notwendig. Insgesamt zeigt sich, denke ich, so, dass allein durch schärfere oder auch vorverlagerte Strafnormen dem Phänomen des Menschenhandels und der Ausbeutung nicht begegnet werden kann, da dies nicht nur den Grundprinzipien des Strafrechts zumindest teilweise widerspricht, sondern so auch die strukturellen Probleme nicht gelöst werden, ja, vielleicht sogar teilweise zumindest von ihnen abgelenkt wird. Dankeschön. Bevor ich starte, möchte ich gerne noch mal Danke sagen. Mir ist das gerade in der Mittagspause aufgefallen, dass ich da hier, also hier mit drei anderen Frauen ganz selbstverständlich als stillende Mutter sein kann. Also Katrin Höfle und Team, ganz großes Dankeschön, dass das hier so selbstverständlich ist. Ja, ich möchte zu Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung sprechen. Menschenhandel verletzt die Menschenrechte der Opfer. Zwar ist Menschenhandel in diversen menschenrechtlichen Verbürgungen nicht ausdrücklich erwähnt. Zum Beispiel verbietet Artikel 4 der EMRK nur Sklaverei, Leibeigenschaft und Zwangsarbeit. Der EGMR hat aber im Fall Rantzew versus Zypern und Russland entschieden, dass Menschenhandel eine moderne Form der Sklaverei ist und dass kein Zweifel besteht, dass Menschenhandel die Menschenwürde und Menschenrechte des Opfers bedroht. Menschenhandel basiere aus der Ausübung von Macht, wie sie mit dem Recht auf Eigentum verbunden sind. Durch Menschenhandel würden Menschen als Ware gekauft und verkauft. Sie würden gezwungen, für wenig oder keinen Lohn, häufig in der Sexindustrie, aber auch anderswo zu arbeiten. Die Menschenrechtsverletzung kann in den einzelnen Fällen von Menschenhandeln unterschiedlich schwer sein. So ist die Menschenrechtsverletzung schwerwiegend, wenn Personen unter Vortäuschung unwahre Tatsachen in ein fremdes Land gelockt werden und dort wie Sklaven ausgebeutet werden, ohne überhaupt einen Lohn oder einen nennenswerten Lohn zu bekommen. Weniger schwerwiegend ist es, wenn eine Person freiwillig in ein anderes Land kommt, dort zu einem Lohn und zu Bedingungen arbeitet, die in diesem Land im Vergleich zu ihrem die in diesem Land zu den dort üblichen Löhnen und Bedingungen ausbeuterisch sind. In ihrem Heimatland aber könnte sie gar nicht arbeiten oder würde nur einen viel geringeren Lohn bekommen. In solchen Fällen kann man natürlich auch fragen, liegt hier überhaupt ein Ausbeutungsverhältnis vor oder geht es nur um den Schutz bestimmter wirtschaftlicher Bedingungen in dem Land, wo die Person beschäftigt ist. Aber das wäre eine Frage, die tatsächlich zu diskutieren wäre. Vorhin kam die Frage auf in dem Panel davor, was hat jetzt die Menschenrechtsverletzung mit Strafrecht zu tun? Sehr viel, denn die Menschenrechtsverletzung ist ja Ausgangspunkt für das Erfordernis der Kriminalisierung von Menschenhandel. Ja, also entsprechend sehen das Palermo-Protokoll, die Menschenhandelsrichtlinie der Europäischen Union, das Menschenhandelsübereinkommen des Europarates, sehen alle vor, dass Menschenhandel, also unterschiedlich detailliert vor, dass Menschenhandel zu kriminalisieren ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das aus Artikel 4 EMRK gefolgert und hat daraus eben auch oder hat weitere Pflichten daraus gefolgert, zum Beispiel, dass Opfer eben auch in akuten Gefährdungssituationen zu schützen sind. Um Menschenhandel effektiv bekämpfen zu können und damit die Rechte der Opfer gewährleisten zu können, bedarf es einer empirisch abgesicherten Beschreibung der Menschenhandelsphänomene. Also nur, wenn ich
über die Opfer Bescheid weiß, über die Täter, über die verschiedenen Vorgehensweisen der Täter, die Reise der Täterinnen und Täter, über die Reiserouten, über die Arten der Ausbeutung, kann ich überhaupt abschätzen, inwieweit es Menschenrechtsverletzungen gibt, in welchem Ausmaß, und ich kann auch dann überhaupt erst einschätzen, welche Maßnahmen effektiv sind, um Menschenhandel zu bekämpfen. Weder auf nationaler noch auf europäischer noch auf der Ebene weltweit haben wir allerdings wirklich einen richtig gut empirisch abgesicherten Überblick über Menschenhandelsphänomene. In Deutschland werden Menschenhandelsphänomene über das Bundeslagebild Menschenhandel des Bundeskriminalamtes erfasst. Dort werden, ich habe jetzt hier nur einen kleinen Auszug aus dem Lagebild 2018 mal auf die Folie gebracht, dort werden die polizeilich abgeschlossenen Ermittlungsverfahren erfasst, und ich greife jetzt nur mal die beiden obersten Zahlen heraus. Im Fünfjahreszeitraum 2014 bis 2018 waren es Ermittlungsverfahren im Bereich sexuelle Ausbeutung, die niedrigste Zahl 327, die höchste 392. Im Bereich der Arbeitsausbeutung, niedriger zweistelliger Bereich, 2014, 2017, 11 abgeschlossene polizeiliche Ermittlungsverfahren, 2018, 21. Diese Zahlen sind zwar sachlich und örtlich eingeschränkt, ihre Herkunft und die Methode der Erhebung sind eindeutig nachvollziehbar. Allerdings betreffen sie nur das polizeilich bekannte Hellfeld der Kriminalität, und gerade wenn man hier die Zahlen zur Arbeitsausbeutung sieht, Baugewerbe, Spargefelder, Pflege, das kann nicht sein. Ja, also ich denke, wir können zu Recht davon ausgehen, dass das Dunkelfeld weit größer ist als das Hellfeld, als das polizeilich bekannte Hellfeld. Das wird auch durch diverse andere Annahmen gestützt. Fachberatungsstellen betreuen Fälle, bei denen es nicht zu einem Ermittlungsverfahren oder zu dessen Abschluss kommt. Nicht alle Fälle werden überhaupt auch nur Fachberatungsstellen bekannt. Und es gibt auch Anhaltspunkte dafür, dass Ermittlungen aufgrund der Komplexität der Tatbestände zur Bekämpfung des Menschenhandels nicht aufgenommen oder eingestellt werden. Zuverlässige Schätzungen zum wirklichen Ausmaß des Menschenhandels in Deutschland gibt es nicht. In diesem Zusammenhang steht auch, dass Daten von Nichtregierungsorganisationen nicht erhoben werden, also von Fachberatungsstellen nicht erhoben werden. Das ist aber eine Forderung der Expertengruppe zum Menschenhandel des Europäischen Rates, dass hier sozusagen die Datenerhebung schon umfassender erfolgen soll. Und auch Artikel 19 der Menschenhandelsrichtlinie der EU ist bislang nicht umgesetzt. Demnach ist eine nationale Berichterstatterstelle einzurichten. Und dieser käme eben die Aufgabe zu, statistische Daten zum Menschenhandel in enger Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen zu erfassen, um eben bewerten zu können, wie weit das Phänomen verbreitet ist und ob es effektiv bekämpft wird, beziehungsweise wie es effektiv bekämpft werden kann. Ich habe noch sozusagen die weltweiten Schätzungen dazu genommen. Die International Labour Organization schätzte für 2016, dass weltweit 40,3 Millionen Menschen Opfer moderner Sklaverei waren, wobei für Zwangsarbeit 24,9 Millionen Opfer geschätzt wurden, für Zwangsheirat 15,4 Millionen Opfer. Diese Schätzungen gehen zurück auf nationale Erhebungen in über 48 Ländern, und diese beruhten dann wieder ihrerseits teils auf den Angaben zu entdeckten Opfern, teils auf Schätzungen. Das sind also empirisch rückgekoppelte Daten, aber die Aussagekraft ist natürlich dennoch beschränkt. Was bis heute fehlt, ist ein europäisches Lagebild Menschenhandel. Zwar gibt es hierfür inzwischen einen 150 Seiten starken Leitfaden der International Organization for Migration, der in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium Inneres der Republik Österreich erarbeitet wurde, also ganz detaillierte Vorgaben für die Datenerhebung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Allerdings gibt es eben ein europäisches Lagebild Menschenhandel bis heute nicht. Diese unsichere Datenbasis bringt neben den Problemen, die ich benannt habe, ein weiteres Problem mit sich. Menschenhandelsphänomene können leicht politisch und ideologisch vereinnahmt werden. Ein Beispiel hat Bärbel Heide-Uhl benannt. Sie hat in einer Studie zu US-amerikanischen und internationalen Menschenhandelspolitiken festgestellt, dass das Menschenhandelsopfer auf ambivalente Weise in das Zentrum der staatlichen, nichtstaatlichen und zwischenstaatlichen Bemühungen zur Bekämpfung des Menschenhandels gerückt ist. Einerseits legitimiere der Kurs auf die Menschenrechte des Opfers die hohe Priorisierung des Themas. Andererseits werde der Diskurs sicherheitspolitisch zugespitzt, wobei die Menschenhandelsopfer, weniger die Täterinnen und Täter,
als Sicherheitsrisiko eingestuft würden oder als Sicherheitsrisiko verwaltet würden. Es geht also gerade nicht, also zwar wird sozusagen die Menschenrechtsverletzung als Ausgangspunkt genommen, aber letztlich geht es in den Politiken also gerade nicht um die Gewährleistung der Menschenrechte, sondern um andere politische Zwecke, die durch die Menschenrechtsverletzung oder durch die Gewährleistung der Menschenrechte legitimiert werden. In Bezug auf die europäische und deutsche Menschenrechtspolitik sind insofern zwei Tendenzen auszumachen. Die Verkürzung von Menschenhandelsbekämpfung auf die Strafverfolgung und eigentlich auch die Verkürzung des Problems auf ein Migrationsproblem. Ich will jetzt in Anbetracht der Kürze der Zeit nur ein Beispiel dafür benennen. In Artikel 14 des Menschenhandelsabkommens des Europarates ist geregelt, dass dem Opfer verlängerbare Aufenthaltstitel zu erteilen sind, wenn die Behörde der Auffassung ist, dass der Aufenthalt aufgrund der persönlichen Situation des Opfers erforderlich ist oder dass der Aufenthalt des Opfers für seine Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden bei den Ermittlungen oder beim Strafverfahren erforderlich ist. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung. Aus der englischen Version ergibt sich, dass entweder aus dem einen oder aus dem anderen Grund oder aus beiden der Aufenthaltstitel erteilt werden soll. Das heißt, die Vertragsstaaten können ganz zu Recht das Ganze auf den Zweck der Strafverfolgung begrenzen und das humanitäre Aufenthaltsrecht eben einfach wegfallen lassen. Und ungefähr so läuft das eben auch mit der deutschen Regelung, § 25 Absatz 4a Aufenthaltsgesetz, der auch auf der Folie ist. Macht die Einräumung eines Aufenthaltstitels davon abhängig, dass erstens die Anwesenheit des Opfers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen Menschenhandels für sachgerecht erachtet wird, und zwar durch die Staatsanwaltschaften oder die Strafgerichte. Zweitens, dass das Opfer jede Verbindung zu dem Beschuldigten abgebrochen hat. Und drittens, dass das Opfer seine Bereitschaft erklärt hat, als Zeuge oder Zeugin im Strafverfahren aufzutreten. Die Aufenthaltserlaubnis soll über das Strafverfahren hinaus verlängert werden, wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen dies gefordert. Also dieses Aufenthaltsrecht für Drittstaatlerinnen und Drittstaatler ist ganz eng gekoppelt an das Strafverfahren und darüber hinaus eben noch an behördliche Einschätzungen oder gerichtliche Einschätzungen. Das Opfer muss also bereit sein, mit den Strafverfolgungsbehörden bis hin zur Aussage im Prozess zu kooperieren, ohne selbst sicher sein zu können, dass eine Mitwirkung im Prozess als erforderlich erachtet wird. Und ja, als erforderlich erachtet wird und ohne selbst sicher sein zu können, ein humanitäres Aufenthaltsrecht zu bekommen. Den Opfern sollte ein humanitäres Aufenthaltsrecht, aber aufgrund der Verletzung ihrer Menschenrechte zukommen. Und die Menschenrechte gelten unbedingt. Also sie sind nicht abhängig von einem bestimmten Wohlverhalten des Opfers. Es kann nicht sein, dass sie sich dieses Aufenthaltsrecht durch ein bestimmtes erwünschtes Verhalten gewissermaßen verdienen müssen. Ich komme zum Fazit. Die Verkürzung der Rechte der Opfer von Menschenhandel auf die Mitwirkung an der Strafverfolgung legt nahe, dass auch der rechtliche Diskurs in Europa und Deutschland zwar von der Menschenrechtsverletzung der Opfer ihren Ausgang nimmt, sich aber letztlich auf die Gewährleistung einer effektiven Strafverfolgung auch auf Kosten der Menschenhandelsopfer fokussiert und eigentlich auch auf die Lösung eines Migrationsproblems, eine schnelle Lösung eines Migrationsproblems. Eine effektive Strafverfolgung soll aber gewährleisten, dass die Menschenrechte der Opfer von Menschenhandel gewahrt werden. Diese ist kein Selbstzweck. Dementsprechend leitet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die prozedurale Pflicht der Vertragsstaaten zur strafrechtlichen Verfolgung von Menschenhandel aus Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also einer menschenrechtlichen Verbürgung, ab. Es ist daher immer wieder zu betonen, dass normativ das vorrangige Ziel internationaler, supranationaler und nationaler Interventionen zur Bekämpfung des Menschenhandels die Gewährleistung der Menschenrechte der Betroffenen sein sollte. Vielen Dank. Ich habe ja lange gegrübelt, was ich sagen soll, also alles richtig. Und heute früh hat man mich darauf hingewiesen, ob das nicht differenzierter ginge, dann würde ich sagen, alles ganz richtig. Ja. Aber ich muss ja auch noch was anderes dazu sagen. Frau Meier, könnten Sie mein Lieblingsbild mal kurz dahin tun? Mit der Pyramide? Ach, ja, super.
Das Problem, ein Problem im Zusammenhang mit diesen ganzen Menschenhandelsdiskursen ist aus meiner Sicht, dass der Begriff der Ausbeutung und das, was eigentlich Menschenhandel ausmacht, ziemlich unklar ist. Und es gibt da eigentlich ein sehr schönes Bild, das stammt von Norbert Cyrus aus dieser wunderbaren Untersuchung vom Koch, die Pyramide der Arbeitsausbeutung. Und eigentlich müsste man sich das, was man international als Menschenhandel denkt, noch als einen Pfeil an die Spitze vorstellen. Denn die Spitze dieser Ausbeutung ist die Menschenrechtsverletzung klassischer Art, Sklaverei, Zwang, Nötigung, Gewalt. Ja? Und der Idee nach ist Menschenhandel die Rekrutierung der Opfer für so eine Form von Ausbeutung. Und dann kann ich auch von Menschenrechtsverletzung sprechen. Und je weiter ich bei der Pyramide nach unten gehe, desto weniger spielt Zwang, Gewalt, Nötigung eine Rolle. Und wir kommen dann in die Probleme, die wir zum Beispiel schon vom Wucher-Tatbestand kennen, nämlich die Frage, schützt Wucher die individuelle Selbstbestimmung oder schützt Wucher irgendwie eine bestimmte Form von marktwirtschaftlichen Aushandeln oder beides zusammen? Es ist so eine Art Delikt gegen die Privatautonomie, weil hier keine gleichgewichtigen Partner auf dem Markt sind, die eben die Konditionen eines Vertrages aushandeln können. Der eine sittenwidrigen Nutzen aus der Schwäche des anderen zieht. So im Großen und Ganzen könnte man es sagen. Und diese Frage ist weder im internationalen Diskurs als im nationalen Diskurs wirklich geklärt, sondern da gehen viele Sachen durcheinander. Der nationale Diskurs, der Gesetzgeber hat sich vorgestellt, dass die Ausbeutung ökonomisch zu sehen ist. Das heißt also, eine Menschenrechtsverletzung hängt davon ab, wie viel Geld fließt. Das ist eine unglaublich schräge Vorstellung eigentlich. Und dass das so ist, ergibt sich auch aus dem Gesetz, denn zur Arbeitsausbeutung ist erforderlich ein rücksichtsloses Gewinnstreben, was voraussetzt, aus Gründen der einfachen logischen Semantik, dass es auch einen rücksichtsvollen Ausbeuter geben könne. Das ist also sehr schräg. Und mir wurde dann bei Gelegenheit mal erzählt, was man damit eigentlich erreichen wollte. Man wollte die Leute, die im Privaten Pflegekräfte straflos stellen, weil die handeln ja aus Not. Also ich wusste noch nicht, dass zu wenig Geld eine Not ist und vor allem, was irgendeine Pflegekraft aus dem Ausland mit schlechter Bezahlung bei uns zu tun hat, ist mir auch völlig unerfindlich, aber das hat man sich damals so gedacht. Ja? Also, und es wird noch krasser, wenn ich das jetzt die Pyramide der Arbeit der Ausbeutung auf die Ausbeutung der Sexualität überstülfe. Ja. Es findet sich in der Gesetzesbegründung die Formulierung, dass die Beschaffung von Kindern zum sexuellen Missbrauch nur dann eine strafbare Menschenhandelsstraftat ist, wenn dafür Geld fließt, sonst nicht. Das steht expressis verbis in der Gesetzesbegründung drin. So viel dazu. Auf der anderen Seite kennen wir einen anderen Diskurs auch, wenn wir über die aktuelle Diskussion über den Umgang mit Prostitution uns vor Augen halten. Diejenigen, die das schwedische Modell präferieren, gehen davon aus, dass es eine selbstbestimmte Entscheidung für die Prostitution noch nicht mal, also unter keinen Umständen geben kann. Die kann begrifflich schon gar nicht gedacht werden. Wenn das stimmt, dann sind natürlich alle Fälle von Prostitution bis ganz da unten hin immer Menschenrechtsverletzungen. Und das ist auch die Vorstellung dieser Anhänger, weil dann Rechte auf Gleichheit und so weiter verletzt würden. Ja? So geht also Verschiedenes durcheinander. Und im deutschen Diskurs kennt man das dann von einer ganz anderen Seite auch wieder. Aus der Praxis der Strafverfolgungsorgane war nämlich immer schon der starke Wunsch, warum können wir nicht einen Menschenhandelstatbestand schaffen, bei dem wir die Opfer gar nicht mehr brauchen als Zeugen, weil das so verflucht schwer nachzuweisen ist, vor allem wenn die abgeschoben worden sind. Und viele sagen ja auch nicht so recht was. Ja? Können wir nicht einen objektiven Tatbestand des Menschenhandels schaffen? Aber wenn man jetzt dann nur auf die reine Ausbeutung abstellt, die man bei der Arbeitsausbeutung eigentlich plausibel auch ökonomisch erklären kann, dann fällt ja der gesamte Zwang und alles das weg.
da bleibt von Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung eigentlich nichts übrig. Ja? Und diese Fragen sind halt nicht so ganz geklärt und die sind schwierig. Man kann auch mal die Opfer fragen. Viele Opfer von Menschenhandel sehen sich eigentlich nicht als Opfer von Zwang, sondern sind sauer, dass sie nicht ordentlich bezahlt worden sind. Was auch wieder eine gewisse Plausibilität ausmacht. Und das heißt ja nicht, dass wir die unteren Sachen nicht strafrechtlich irgendwie sanktionieren sollten, könnten. Nur der Grund dafür ist dann nicht mehr die Menschenrechtsverletzung, sondern der Schutz unserer Sozialsysteme, faire Löhne für ordentliche Arbeit oder meinetwegen Durchsetzung unserer Standards von Prostitution und so weiter. Das meine ich, könnte man durchaus begründen, aber das sind dann völlig andere Gründe als die über die man in der Gesetzgebung bislang spricht. Und jetzt habe ich zwei Ausbeutungssituationen noch nicht angesprochen, das sind die Straftaten und das ist die Bettelei. Bettelei ist per Definition eigentlich eine selbstständige Tätigkeit. Da kann ich eigentlich nur Zwang irgendwie bestrafen. Was mache ich mit Leuten unter 21? Betteln ist auch nicht besonders gefährlich. Bei der Prostitution kann ich das sagen. Wie ist das mit Straftaten? Begehung von Straftaten? Die Regelung über die Begehung von die Ausnutzung strafbarer Handlungen haut unsere komplette Beteiligungsdogmatik durcheinander. Und als ich die das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, ein Fall so, ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger verabreden sich zu einer Mutprobe. Der 15-Jährige klaut eine Tafel Milka-Schokolade aus dem Supermarkt und es ist völlig klar, dass der die mindestens die Hälfte an den 17-Jährigen abliefern muss. Das ist heute eine Straftat wegen Arbeitsausbeutung nach 312 B oder 323, ich habe jetzt das Gesetz nicht da, das ist völlig absurd. Und dass jetzt das Gesetz so schlecht ist und auf die praktische Vernunft der Strafverfolgungsorgane vertraut, denn entsprechende Anklagen kenne ich zum Glück nicht, ist ja ganz schön. Aber in anderen Bereichen kenne ich Fälle, wo Strafverfolger bis hin hoch zum Bundesverfassungsgericht diese praktische Vernunft nicht zuteil geworden ist. Und die will ich jetzt nicht erzählen, aber auf Frage gebe ich das gern an. Da wird es also unangenehm. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch für die Disziplin aller Rednerinnen und Redner. Und da möchte ich Ihnen jetzt beiden noch Gelegenheit geben zu einer eigenen Statement-Kommentierung. Frau Beck, würden Sie beginnen? Jetzt kann ich wieder zurückgeben, alles richtig, glaube ich. Und dann bewegen wir uns in einem Kreis der gegenseitigen. Aber das ist auch, also, ja, also ich glaube, vielleicht kann man etwas nochmal zu dieser Pyramide sagen. Tatsächlich erscheint mir das eben auch einer der vielen möglichen Kritikpunkte, ne, an der Reform, irgendwie, dass man die da nicht so wirklich zumindest wiederfindet oder zumindest vielleicht nicht so sehr, wie es sein sollte. Das ist, liegt eben an dieser diffusen Situation des Phänomens. Also das ist schwer mit einem, ja, dem Bestimmtheitsgebot unterliegenden Strafrecht zu fassen. Was mir gerade auch noch vielleicht irgendwie, das habe ich gerade vorhin gedacht, bei der Frage des Aufenthaltsrechts gekommen ist, was sozusagen auch ein bisschen die Absurdität der Abhängigkeit vielleicht vom Strafverfahren in Bezug auf anderes zeigt. Ich habe wo gelesen, ich bin jetzt kein Zivilprozessrechtler, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es so ist, dass man eben dieses Aufenthaltsrecht hat, solange man im Strafverfahren aussagen soll, dass das aber eben nicht besteht, wenn es um die Einklagung der eigenen Ansprüche geht gegen den ausbeuterischen Arbeitgeber. Ja, also das. Ach, da besteht es. Okay. Das ist ein weiterer, wie soll ich sagen, ich bin da immer sprachlos. Also der Arbeitnehmer, der Sklave darf gegen den Sklavenhalter den Lohn einklagen, die Zwangsprostituierte nicht. Genau, ja. Die kommt weg. Und wahrscheinlich dann beim, natürlich, Bettelei auch nicht, ne, weil das natürlich und auch, ja, 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 genau. Also, dass man, okay, beim Lohn ist es anders, aber eben, dass man irgendwie hier sieht, dass das, ne, dass das ein absurdes, also diese Problematik der Menschenrechtsverletzung und dass das eben nicht im Fokus steht, wirklich nochmal zuspitzt, ne, dass das in diesen Situationen der Zwangsprostitution nicht gehen soll. Also, das vielleicht noch als kleine zusätzliche Ergänzung der
zu den Ergänzungen. Ja. Mhm. Frau Schmidt? Ja, also ich kann jetzt auch erstmal nur feststellen, dass wir jetzt eigentlich vier Beiträge haben, die das Bild vervollständigen und weniger kontrovers sind. Ja, also und mit der Datenbasis steht und fällt natürlich jede Debatte darüber und die können wir jetzt natürlich hier nicht liefern. Und aber vielleicht ist gerade die Debatte um Prostitution auch nochmal ein schönes Beispiel für die Vereinnahmbarkeit dieser Diskurse. Also ich komme ja selbst oder mache sehr viel Legal Gender Studies, habe mich auch sehr viel mit der Regulierung von Prostitution beschäftigt und das sind ja sehr aufgeheizte Debatten, die da geführt werden, gegen Prostitution, für Prostitution. Und gerade bei den radikalen Gegnerinnen und Gegnern von Prostitution, die eben, wie Joachim Ranzikowski schon sagte, jedwede Form von Prostitution, Zwangsprostitution, freiwillige Prostitution oder Menschenhandel fassen, kursieren immer unfassbare Zahlen, Schätzungen, große. Ja? Und ich meine, das eignet sich natürlich, um das Thema zu dramatisieren. Und das hat natürlich auch, es kommt überhaupt etwas in Gang, bringt natürlich auch ein bisschen was, aber letztendlich kein differenziertes Vorgehen. Und auch im Bereich der freiwilligen Prostitution zu sagen, ja, es gibt freiwillige Prostitution, reicht ja auch gar nicht, weil wir wissen auch über das Feld, wissen wir verdammt wenig, weil allein für Deutschland gibt es auch dazu keine Überblicksstudien, also Studien, die besagen, das sind jetzt wirklich Personen, die das wirklich so freiwillig machen, wie ich freiwillig Wissenschaftlerin bin, und das sind Personen, die machen das aus finanzieller Not, zur Finanzierung der Drogensucht, also die machen das auch durchaus freiwillig, aber eben unter prekären Bedingungen. Also auch darüber wissen wir wirklich wenig, was eben auch die Effektivität oder überhaupt Eignung von Maßnahmen in diesem Bereich in Frage stellt. Ja. Dankeschön. Dann möchte ich jetzt die Diskussion für das Plenum öffnen und bitte um Ihre Anmerkungen, Fragen. Da sehe ich schon gerade jemand. Danke. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Ich habe mich gefragt, ausgehend von dem, was du auch gesagt hattest, Anja, dass ja sozusagen diese Menschenrechtsverletzung hinter dem Menschenhandel häufig steht und der EGMR ja gerade aus Artikel 4 diese Schutzpflichten entwickelt hat, inwiefern der deutsche Gesetzgeber bei der letzten Reform eigentlich diesen Gedanken gerecht geworden ist. Weil ich finde, wenn man sich die Reform anschaut, ist es hinsichtlich der Pönalisierung, also der unter Strafestellung, ist er ja sehr weit gegangen. Also er ist mit der Schutzaltersgrenze von Kindern ist er ja sogar drüber hinausgegangen, also nicht 18, sondern 21. Auch die freie Strafbarkeit war ja nicht zwingend vorgegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern nur so ein Vorschlag mehr. Also da ist er ja sehr weit gegangen und hat insofern vielleicht seinen Schutzpflichten durchaus entsprochen. Aber meine Frage, und das habt ihr beide nämlich angesprochen, ist in die Richtung Opferschutzrechte letztendlich, also wie weit er da gegangen ist. Und da, das hatte Susanne ja schon angesprochen, dieser Punkt von wegen, wenn sich die Opfer selbst strafbar gemacht haben. Ich habe bei deinen Folien, glaube ich, die StPO-Norm gesehen, die kannst du ja vielleicht gleich nochmal zeigen. Also da muss man ja sagen, also der deutsche Gesetzgeber hat da etwas gemacht, aber das ist es ist nicht so weitgehend, sagen wir es mal erstmal neutraler. Und da wollte ich euch fragen, einmal, könnt ihr das noch einschätzen? Also die seid, wie gut ausreichend umgesetzt findet ihr das mit den Opferrechten und auch wo kommt dieser Unterschied her, wenn man bedenkt, dass eben diese Schutzpflichten ja eigentlich alle und diese Menschenrechtsverletzung ja eigentlich sehr opferzentriert eigentlich vom Gedanken her ist. Danke. Ja. Also Schwerpunkt dieser Reform war die Kriminalisierung, also wirklich die neue Systematisierung und die ist ja auch, ich vermute, Sie haben es ja alle, das ist schon ganz komplex und sehr, also wirklich nicht so leicht, da einen Überblick zu bekommen. Eine der Folgeänderungen in Artikel 4 des Gesetzes, war auch eine Änderung in 154c Absatz 2 Strafprozessordnung. Ich laufe jetzt mal nicht zur Folie, ich habe es vorhin aus Zeitgründen gespart, zeigt das Opfer einer Nötigung oder Erpressung oder eines Menschenhandels diese Straftat an und wird hierdurch bedingt ein vom Opfer begangenes Verbrechen bekannt, so kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung des Vergehens absehen, wenn nicht wegen der Schwere der Tat eine Sühne unerlässlich ist. Die Staatsanwaltschaft kann davon absehen, für das Gericht gibt es das nicht, also es ist ins Ermessen der Staatsanwaltschaft gestellt und auch da hat man im Prinzip einen unvollständigen Opferschutz und auch das ist ein wesentlicher Kritikpunkt, dass damit das Opfer natürlich auch erpressbar bleibt gegenüber dem Menschenhändler und dass damit natürlich eine Bedingung für Menschenhandel bestehen bleibt, also ein Faktor, der sehr wirksam ist.
Und generell ist es ja so, dass die Debatten, also Kriminalisierung wird ja eher neben den Opferschutz gestellt. Ne, Kriminalisierung, effektive Strafverfolgung ist das eine. Opferschutz, das wird so als zwei Schienen geführt. Allerdings würde ich mich tatsächlich für die Position stark machen, nee, auch die Kriminalisierung hat was mit Opferschutz zu tun, nämlich begangenes Unrecht zu bewältigen, und zwar begangenes Unrecht am Opfer. Da spielen natürlich auch staatliche Interessen eine Rolle, aber das Opfer kann da eigentlich nicht verschwinden. Ja, dann würde ich mich auch wieder anschließen. Wir haben wirklich zu wenig Kontroverse hier oben, aber ja. Also es ist eben tatsächlich so, dass es sozusagen, also das gilt aber jetzt, sagen wir mal, für Strafnormen ja per se, dass es jetzt nicht irgendwie auf das Opfer oder die, ne, sozusagen die Verbesserung des Status des Opfers im Nachhinein geht, sondern erstmal um die Erfassung von verwerflichen Handlungen. Und das ist hier letztlich auch so. Und da würde ich auch unterscheiden, also ich denke, einiges davon hat schon irgendwie auch so ein, ja, mehr oder weniger symbolischen Gehalt bei der freier Strafbarkeit. Oder ich meine, das muss man jetzt im Einzelnen noch sehen, aber dass es jetzt speziell da um einen verbesserten Opferschutz geht, würde ich auch nicht so sehen. Genauso die Kritik an der Norm sehe ich auch so, dass es eben kann heißt. Auch da, ich bin jetzt nicht so weit drin wie ihr beide, aber ich meine, dass es eben auch wirklich nur ist, wenn das Opfer ja anzeigt und nicht, wenn es eben zufällig bei einer polizeilichen Ermittlung sozusagen mit erwischt wird und dann im Rahmen des Strafprozesses aussagt. Also dann würde vielleicht allgemein das gelten, aber ja, genau. Ja, ich würde nur kurz sagen, der Grund dafür scheint mir relativ klar zu sein, weil der Kriminalisierungsdiskurs kommt von der EU und der Opferschutzdiskurs kommt vom Europarat. Und man muss sich nur die entsprechenden Dokumente angucken. In den Europaratsdokumenten stehen immer zuerst, was man für das Opfer tun soll. In den EU-Dokumenten steht immer zuerst, wie man die Leute bestrafen soll. Und die sogenannte Opferschutzrichtlinie hatte ja mit dem Opferschutz überhaupt nichts im Sinn, sondern es ging nur darum, die da zu behalten, solange man das Strafverfahren braucht. Und da war sogar noch eine absolute Kopplung drin, dass man die wieder rausschmeißt, wenn man es nicht mehr braucht, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. Und erst die neueste Richtlinie hat so eine ganz vorsichtige Opfer. Naja, man kann mal daran denken, sowas in der Art, ja. Und das sind halt die Diskurse. EU-Recht hat, naja, irgendwie empfunden stärkere Bindung, und Menschenrechte muss nicht immer sein. Frau Schmidt? Ja. Wobei ich an der Stelle, ja, so ein bisschen, also klar, ne, die detailliertesten Kriminalisierungsvorgaben kommen aus der EU-Richtlinie. Da ist das Palermo-Protokoll und das Europaratsübereinkommen sind da, ja, die stellen halt fest, dass zu kriminalisieren ist, aber es ist nicht so detailliert. Aber dieses Menschenhandelsübereinkommen des Europarates oder zur Bekämpfung, das beginnt mit Migrationsregelungen. Das Opfer kommt danach und danach kommt die Kriminalisierung, ne? Aber das Opfer steht da nicht an erster Stelle. Also je nachdem, auf welche Diskurse man da guckt, tauchen diese Verwerfungen eigentlich immer auf. Ja, also auch bei der EU-Richtlinie steht ja im Erwägungsgrund 1, ist ein Verbrechen, verletzt Grundrechte. Aber es geht dann eben um Kriminalisierung. Also ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Zuerst die Dame in Grün, wenn ich das so sagen darf, und dann Frau Bock. Katharina Betzlin, Universität Wien, und zugleich bin ich Vorsitzende der Plattform gegen Ausbeutung und Menschenhandel, also einer NGO-Plattform in Österreich. Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass bei Ihnen die arbeitsrechtliche Ausbeutung auch erst gerichtlich strafbar ist, wenn weniger als die Hälfte des gesetzlich zustehenden Mindestlohns gezahlt wird? Das ist nämlich in Österreich laut Judikatur die Grenze, wir die Meinung vertreten, das kann es bitte nicht sein, wenn jeder Diebstahl quasi ab null, wir haben zwar die Entwendung, aber theoretisch schon strafbar ist, und wenn ich die Rechte eines Arbeitnehmers verkürze, dann muss ich ihm weniger als die Hälfte des gesetzlichen zustehenden Lohnes zahlen, um gerichtlich strafbar zu werden. Also da ist eine totale Schieflage. Und was das einvernehmliche Umgehen von Schutzbestimmungen angeht, ist es ja strittig. Also es gibt ja eine Diskussion, ob überhaupt ein Einverständnis die Strafbarkeit wegen Menschenhandel in irgendeiner Weise tangieren soll. Ganz sicher kann das nicht so sein bei Minderjährigen. Da ist es ja gesetzlich ausgeschlossen, weil da brauche ich überhaupt kein unlauteres Mittel von den internationalen Vorgaben her. Das heißt, da ist es irrelevant, ob die zustimmen oder nicht. Das sind die Schutzvorschriften auf jeden Fall einzuhalten. Aber auch bei Erwachsenen ist es in der Regel so,
Ich habe ja gerade, wenn es um den Lohn geht, immer in irgendeiner Weise eine Zwangslage, weil in unserer Gesellschaft kann man nun einmal ohne Lohn in der Regel die Miete bald nicht mehr zahlen. Und dazu sagen, dass jemand einvernehmlich ungünstigeren Bestimmungen zustimmt, als dem gesetzlich zustehen würden, das macht keiner aus Spaß, sag ich mal. Außer jemand, der so reich ist, okay. Wenn jemand so reich ist, dass das Einkommen für einen Klacks ist, dann würde ich das gelten lassen. Aber wenn das das einzige Einkommen ist, würde ich das nie als Einschränkung der Strafbarkeit gelten lassen. Also müsste man die Normen ändern, finde ich. Danke. Ja, okay. Als wir die Strafbarkeit des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung eingeführt haben, 2005, irgendwie in der Zeit, ja, das erste Mal, da war ein Vorbild für die Bemessung des Lohnabstands ein bekanntes Urteil des Bundesgerichtshofs zum Wucher. Und da ging man von einer Zweidrittelgrenze aus, also ein Drittel unter dem üblichen Lohn, nicht unter Mindestlohn, sondern unter dem üblichen Lohn. Das heißt, auch wenn es einen Tariflohn gab, dann schon da. Ja? Und diese Grenze, die war alsbald vom Bundesarbeitsgericht und eigentlich von allen Arbeitsgerichten so weiter übernommen worden. Lohnwucherfälle gibt es kaum. Ich weiß nicht warum, die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer und so weiter, die wollen halt ihr Geld und die haben nicht so viel davon, wenn der bestraft wird, dann haben sie noch kein Geld und der Rest ist ihnen dann wurscht. Also das sage ich jetzt mal ein bisschen ins Blaue hinein, aber die Gewerkschaften haben das Thema bei uns auch verschlafen, muss man sagen. So, und jetzt kommt jetzt die Neufassung und da steht, steht im Gesetz eigentlich nichts weiter drin als auch unangemessene Arbeitsbedingungen und so, aber jetzt schreibt der Gesetzgeber in seine Begründung hin, 50% unter Mindestlohn. Also genau das, was Sie kritisieren, das steht da drin. Und zwar ohne, dass dafür irgendeine Erklärung abgegeben wird. Das wird einfach so gemacht. Und man kann natürlich auf Parallelen bei der Ausbeutung von Prostituierten durch die Zuhälterei verweisen, da bleibt ja auch nur 50% üblich nach Abzug aller Kosten und so weiter, aber nicht mal diesen Schritt hat der Gesetzgeber gemacht, sondern der hat einfach 50% gesagt und naja, ich bin in dem Bereich liebe ich Verschwörungstheorien, ja? Aber ich meine, die nützen einem natürlich nichts. Und der andere Punkt mit dem Zwang und so, das ist in der Tat eine unglaublich schwere Frage. Also in den internationalen Dokumenten steht da immer drin, keine zumutbare Alternative. Aber was jetzt zumutbar ist oder nicht, das ist natürlich eine Rechtsfrage. Ja? Und da denke ich, muss man gucken, welchen Stellenwert hat der Ausgangspunkt als Menschenrechtsverletzung, nämlich Sklaverei, Sklaverei ähnliche Verhältnisse, das heißt Bedingungen, zu denen ich arbeiten muss, denen ich mich dort auch nicht einfach entziehen kann. Oder gibt es nicht auch irgend so etwas darunter, was dann eigentlich nicht mehr eine klassische Menschenrechtsverletzung ist, sondern da geht es eher um Parität, Privatautonomie und sowas. Ich meine schon, dass man das bestrafen kann. Und wir haben übrigens auch eine wunderschöne Strafvorschrift, die die Praxis nicht gleich gemerkt hat, aber inzwischen mit Begeisterung zieht, weil man dafür kein Opfer braucht, sondern nur noch die Bücher. Das ist die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist meine Lieblingsvorschrift inzwischen, weil das ist ein echter Türöffner auch im Bereich Zwangsprostitution und Zwangsarbeitsausbeutung, weil ich dann mit Gründen reinkomme und nicht irgendwie darüber nachdenken muss, ist es jetzt unzulässige Vorfeldkriminalisierung. Das habe ich. Aber das Problem, was Sie beschrieben haben, ist klar. Und ich glaube inzwischen, ich würde das nicht mehr als Menschenhandel bezeichnen wollen, sondern das als das bezeichnen wollen, was es ist, kriminelle Ausbeutung, aber eben was anderes als Sklaverei. Und wenn man das alles miteinander vermischt, dann stößt man irgendwann auch im politischen Raum auf Widerstände. Ja? Also ein Unternehmen, sagen wir mal so, Ausbeutung ist okay, Sklaverei nicht. Ja? Und wenn wir jetzt als Sklaverei bezeichnen, nee, das kann es nicht sein, dann sind wir gegen alles. So irgendwie sowas. Ja? Und man sollte eigentlich immer, wenn man es klarer machen kann, das tun. Das schließt jetzt ganz nahtlos an das an, was Herr Rentzikowski gerade gesagt hat. Ich fühle mich nämlich in vielem erinnert an das Problem, was wir heute Morgen beim Terrorismus-Panel hatten, nämlich dass Menschenhandel auch sehr schwer fassbar ist und wirklich juristisch
präzise zu beschreiben. Wir hatten jetzt nochmal die Abgrenzung zur Ausbeutung. Nicht jede Ausbeutung wird Menschenhandel sein. Die Frage, muss da zwingend Geld fließen, dass wir beim Menschenhandel sind? Anja, wenn ich an deine eine Folie denke, da hast du nicht viel zu gesagt, aber da waren dann noch die Konzepte der sexuellen Sklaverei drin oder der Forced Marriages, was ich ein ganz schwieriges Konzept finde. Weil nicht, da auch schon nicht klar ist, was damit gemeint ist, geht es da um die Ausbeutung innerhalb der Ehe oder geht es dabei um den Eingriff in die Eheschließungsfreiheit? Und gehört das dann auch immer zwingend zum Menschenhandel? Und da wollte ich fragen, kriegen wir das denn überhaupt wirklich als rechtliches Phänomen fassbar und klar umgrenzt umschrieben oder ist es wie bei Terrorismus, wir erkennen es irgendwie, wenn wir es sehen? Ja, also ich habe dazu vorhin nicht so viel gesagt, aus Zeitgründen. Ja, also die bei der Datenerhebung hatten die im Blick tatsächlich, dass da, was weiß ich, der Deutsche nach Ghana fährt und sich dort seine Frau abholt, die dann für ihn putzt, die im Bett für ihn da ist und die Kinder pflegt. Also wo tatsächlich davon ausgegangen wird, das sind dann alles so Dienstleistungen, die sie ihm gegenüber unentgeltlich erbringt im Rahmen der Ehe. Ja, genau. Ja. Aber diese Abgrenzungsfragen, die du ansprichst, die bleiben natürlich. Also ich würde da vielleicht auch sagen, dass, also ich glaube, es ist ein ähnliches Problem, tatsächlich so ein Definitionsproblem und ich finde auch, das schließt auch nochmal an, was du gerade gesagt hast, dass sozusagen diese auch diese Macht der Worte, ne, die man da verwendet, also eben dieses ist, wir haben einen ganz anderen Diskurs, wenn wir über Sklaverei sprechen, als über eben Ausbeutung oder ausbeuterisches Arbeitsverhältnis. Das klingt ja irgendwie harmloser und sowas. Und ich glaube, dass es eigentlich deswegen auch wichtig wäre, diese Begriffe irgendwie etwas möglichst genauer zu fassen, um dann in den Fällen, in denen es wirklich wichtig wäre, dann auch massive Wörter, die irgendwie eine massive Bedeutung haben, zu verwenden. Und in den anderen vielleicht nicht. Also das ist, aber es ist ein, also das zeigt man ja, wenn wir überlegen, wo beginnt der Zwang, wann ist es richtig schlimmer Zwang, wann ist es Sklaverei, wann ist es irgendwie noch dieses ausbeuterische Arbeitsverhältnis, weil das ja auch irgendwie was sehr Individuelles ist, was eben jemand als was für einen massiven Zwang empfindet und das ist schwer greifbar und man kann einerseits sagen, ja, das ist irgendwie sicher jedes Arbeitsverhältnis unter dem Mindestlohn ist, wahrscheinlich nicht freiwillig eingegangen, wenn man nicht selber schon ein gutes Vermögen hat und gleichzeitig, wenn man eben darüber nachdenkt, welcher Situation diejenigen im Zweifel entflohen sind, sagen viele dieser Opfer eben durchaus, nee, für mich ist es freiwillig, weil ich lieber unter dem Mindestlohn arbeite, als eben in den katastrophalen Zuständen in meinem Heimatland zu leben, was wir ja auch irgendwie nachvollziehen können. Also, ja, schwierig. Also ich finde mal, deswegen mag ich dieses Bild von der Pyramide so, dass der Norbert Cyrus ist ein Soziologe. Und im Rahmen dieser Studie damals ging es zunächst mal darum, zu klären, welche Phänomene untersuchen wir, wenn es so um Schutzstrukturen für Opfer von Arbeitsausbeutung geht. Und die Soziologen sagten alle, mit den strafrechtlichen, fast schon wie beim Labeling Approach nur andersrum, mit den strafrechtlichen Kategorien können wir gar nicht arbeiten, weil wir müssen, dann gehen uns die meisten Phänomene durch die Lappen, wir müssen erstmal Phänomene erfassen und dann können wir gucken, wie ihr die einordnet, weil das ist nicht unser Job. Ja? Und im Grunde genommen müssten wir das so machen und ich denke, mit der Pyramide kommen wir dann weiter. Die Pyramide hat einen Vorteil als Metapher, weil sie zeigt, dass die Grenzen, die Phänomene sind nicht scharf. Ja? Das ist ein fließender Übergang. Jetzt brauchen wir aber als Juristen, haben wir mit solchen Problemen dauernd zu tun. Also ich meine, seit wann wird jemand am ersten Tag nach seinem 18. Geburtstag vernünftig? Also die Erfahrung ist jedenfalls nicht meine als Vater. Ja? Aber trotzdem setzen wir diese Grenze, weil wir sie setzen müssen und so etwa könnte man das auch. Und dann habe ich ja immer noch das Problem der Anwendung auf den Fall. Also, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Dieses Problem haben wir immer, wenn wir Rechtsbegriffe auf die Wirklichkeit anwenden. Und manchmal schwätzen wir uns halt das ein bisschen schneller hin und manchmal reflektieren wir das größer, aber wir machen es halt. Ja? Das Problem ist aber, man ist ja noch nicht mal hier. Ja? Und da finde ich dann wieder, so eine Forschung finde ich interessant, jetzt noch mehr in die soziologische Sache rein. Wer profitiert davon, in welcher Weise, dass wir das Ganze im Ungefähren lassen? Denn sonst hätten wir es ja machen.
Gut, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Wir haben aber jetzt noch ein bisschen Zeit und ich würde dann auch eine Frage von meiner Seite stellen, die ich dann an Sie alle zur Beantwortung richte. Und ich glaube, wir fangen dann am besten bei dir an, Christian. Also was bei dem Phänomen des grenzüberschreitenden Menschenhandels ja in den letzten Jahren mehr und mehr auffällt, ist, dass die Netzwerke, von denen man zumindest weiß, dass die sich mit der Schleusung überschneiden. Also haben wir dann die Menschenschleusung und den Menschenhandel. Und das sind dieselben Netzwerke. Wie können wir das unterscheiden? Und das ist, leitet für mich zu der Frage über, bedeutet die Kriminalisierung von Menschenhandel nicht ein humanitäres Feigenblatt im Rahmen einer Crimigration? Genau, ich hatte das versucht, ein bisschen anzudeuten in meinem letzten Satz, glaube ich. Aber genau, die Frage, die sich in der Tat stellt, ist, ob hier nicht unter dem Deckmantel des Menschenrechtsschutzes jedenfalls andere Dinge mit verhandelt werden oder sogar im Vordergrund stehen, jetzt auch ganz konkret in Europa oder auch anderswo auf der Welt, wo es auch mit sehr diffusen Konzepten von Menschenhandel ja gearbeitet wird, in der Politik, aber dann auch in der konkreten rechtlichen Umsetzung. Insofern, je mehr sich das verwischt, desto unklarer werden wir dann da wieder. Und das ist natürlich die Gefahr, die dabei besteht. Das würde ich im Ausgangspunkt erstmal so auch der Beobachtung zustimmen. Ein zweiter Punkt, den man sich vielleicht auch noch zuerst mal die Frage aufwerfen kann, ist, es ist nicht in Zeiten oder je intensiver man im Grunde Hürden errichtet gegenüber Migration, desto eher wird man als Nebeneffekt, Nebenwirkung eben dieses Phänomen auch stärken, weil die Leute eben eher angewiesen sind auf und eher in diese ausbeuterische Situation hineinkommen. Das sollte man, denke ich mal, auch in der Öffentlichkeit nochmal stärker vielleicht transparent haben, diesen Gedanken, dass es diese Nebenwirkungen geben kann. Das scheint mir ein wichtiger Punkt. Ja, die gibt es übrigens auch bis ins Verfahren rein. Ich kenne eine qualitative Aktenanalyse, es waren jetzt nicht sehr viele Fälle, aber von einer Mitarbeiterin im Landeskriminalamt in Hessen. Und die war völlig fassungslos, dass Sachen, die Polizei als Menschenhandel angeklagt hatte, dann zum Schluss als Schleusung verurteilt wurden. Da hat man dann irgendwie das ausgehandelt oder so und dann kam das raus. Und bei der Schleusung ist es ja so, da ist von der Idee her das Opfer ja, also Ausländer, der Migrant ja auch der Böse. Ja? Und das passt ja zur Menschenhandelsvorstellung nicht. Da sind die Migranten die armen Guten. Mhm. Frau Schmidt? Ja, also ich denke, das spricht auf jeden Fall ein Problem an, was auch weiter aufgeklärt werden muss. Also ich habe eine sehr schöne Dissertation gefunden von Christoph Lindner 2014, der eben die Effektivität von Maßnahmen gegen Menschenhandel ganz detailliert und sorgfältig untersucht. Und der macht am Anfang die Abgrenzung, hier geht es um Menschenhandel und nicht um Schleusung. Und das erweckt so den Eindruck, als seien das zwei völlig unterschiedliche Phänomene, aber es stimmt ja nicht. Also gerade in dem Bereich Beschäftigungsverhältnisse mit strafrechtlich relevanter Ausbeutung oder wo einvernehmliche Ausbeutungsverhältnisse sind, wo die Leute ja oft wissen, was passiert, da wird auch aus Interviews mit Beratungsstellen durchaus deutlich, naja, da gibt es so Netzwerke. Und ne, also es gibt da einfach illegale Einwanderungsphänomene, die eng mit Menschenhandel oder Ausbeutungsverhältnissen verknüpft sind. Und ich denke, auch das gehört sozusagen zum Erkunden der empirischen Basis, was da eigentlich passiert und auch um zu gucken, wie geht man eigentlich angemessen damit um. Was ja zulasten von wirklich Opfern von Sklaverei und so weiter passiert, ist ja, dass sie dann eben doch kein Aufenthaltsrecht bekommen. Ne? Also, und das ist ja dann eine Verwerfung, die eigentlich nicht passieren darf. Frau Beck? Jetzt will ich nicht wieder sagen, mehr oder weniger dasselbe sagen wie alle meine Vorredner. Ich versuche vielleicht nochmal, also ich denke, man sieht hier auch wieder sehr deutlich, dass es eben wirklich viel mit so Labeling zu tun hat, mit einer bestimmten Betrachtungsweise von Phänomenen. Mit der Frage, geht es um Verwerflichkeit, geht es um vielleicht auch die Suche nach bestimmten Tätern, auf denen wir die Schuld dann so abschieben können, weil wir jetzt ein paar Menschenhändler im Zweifel verurteilt haben oder irgendwie dieses Phänomen benannt haben, haben wir doch damit was gelöst. Und eigentlich ist es eben nicht wirklich so. Ne? Und eben vielleicht auch ein bisschen
eine Form von Ablenkung oder von sozusagen dieses Phänomen eben im Unklaren zu lassen. Also ich glaube, das ist eine wichtige, gute Frage. Und wer profitiert davon, wenn man Dinge vielleicht ein bisschen im Unklaren lässt? Und ich finde, dass, also mir war das tatsächlich vor dem heutigen Tag nicht bewusst, aber ich finde, das zeigt übrigens auch nochmal wirklich, wie toll dieses Projekt ist und dieses Zusammenbringen, weil man da sieht, eben wie nah das eben mit diesen ganzen wirtschaftlichen Fragen von vorhin zusammenhängt. Ne? Und dieser Frage, wir leben in einer Gesellschaft, wo eben so ein Druck entsteht auf alle diese Beteiligten in diesen Strukturen. Und jetzt irgendwie zu sagen, so, wir Strafrechtler greifen jetzt raus, dich als Täter, dich als Opfer und jetzt dies und das, das, ne, das, also wir, da merkt man, wie wir so ein merkwürdiges, nee, also irgendwie löst das nicht mehr viel. Ne? Und das, ja, das ist jetzt irgendwie so ein sehr offenes Ende und ein etwas latent frustriertes, das wollte ich, aber also eben insofern nicht, als ich dann nochmal sozusagen sagen kann, dass das ganz wunderbar ist, dass das in diesem Projekt zusammengekommen ist und man diese Zusammenhänge nochmal klarer sieht. Aber, ja, das macht es jetzt nicht leichter. Wir müssen halt mehr Leute machen. Ja, genau. So, wir sind jetzt zum Abschluss angelangt und ich möchte gerne das nochmal so in diesen Kontext der Tagung betten und was sich im Grunde genommen jetzt durch diese drei Panels durchzieht, ist meines Erachtens einmal diese weiten Straftatbestände, diese Unklarheit über verschiedene Begrifflichkeiten, eine Vorverlagerung der Strafbarkeit und dass man das, wenn man das in Bezug auf internationales und europäisches Recht zieht, dass man auch sieht, dass vieles daher rührt und dass es dann eben bestimmte Übersetzungsprobleme in das nationale Strafrecht gibt, die mit der Dogmatik zusammenhängen. Und ich finde, das kann man auch noch mal exemplarisch am Menschenhandel an zwei Beispielen aufzeigen. Wenn Greta, der Überwachungsmechanismus des Europarats in Bezug auf Menschenhandel, oftmals kritisiert, dass Länder bestimmte Regelungen nicht so umsetzen, wie sie sich das vorstellen, und dann die Antworten der Länder lauten, ja, wir brauchen es doch gar nicht kriminalisieren, weil wir doch den und den Straftatbestand haben. Das müssen wir doch nicht noch extra reinschreiben. Und wenn man dann den Menschenhandel in der Rechtsprechung anwendet, dann stellt man dann eben auch fest, dass die Rechtsprechung sehr unterschiedlich darauf reagiert, weil die Dogmatik eben nicht passt. Und in Schweden ist es eben so, dass man die Ausbeutung als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in den Menschenhandel hineinliest. Und das bedeutet eben, dass es eben nach dem internationalen Verständnis gar kein Menschenhandel mehr ist. In den Niederlanden ist es eben so, dass man im Rahmen der Arbeitsausbeutung das Merkmal so weit fasst, dass der Arbeitgeber gar nichts mehr sagen muss und ausbeutet. Zu dem Zweck natürlich, so dass wir dann den Menschenhandel vorliegen haben, und an dieser Stelle möchte ich es auch dabei belassen, um aufzuzeigen, was für Probleme der Menschenhandel in den nationalen Rechtsordnungen aufwirft. Vielen Dank, und dann haben wir jetzt noch eine lange Pause, um weiter zu diskutieren. Applaus